dritter Anlauf, hatte ein paar Probleme mit der Cam. Jetzt funktioniert's aber. Ja, Newstime Nummer 7. Wir starten ganz simpel. Ich habe das Ding hier auf den Tisch gelegt und möchte euch einfach über so ein paar Dinge informieren. In den letzten Wochen ist viel passiert und ich hatte gar nicht die Zeit, mich jedes Mal zu melden und ein eigenes Video zu machen. Deshalb gibt es jetzt heute, glaube ich, 13 Themen, über die ich hier mit euch reden will. Und ich glaube, für alle Freunde von Sackfishing wird es ganz interessant. So, wir starten auch direkt mit dem allerersten Thema und zwar 10 Jahre Sackfishing. Am 7.8.2013 habe ich die Gewerbetätigkeit offiziell begonnen mit der Sackfishing GmbH. Zuvor hatte ich allerdings ja schon ein Jahr lang, 9 Monate, 10 Monate, mir genaue Gedanken gemacht, was wir tun. Ja, und bin auch schon in die Produktentwicklung eingestiegen, damit wir auch im Dezember 2013 starten konnten. Ich will jetzt hier wirklich nur so einen schnellen Abriss machen in diesem Newstime-Video und vielleicht dem einen oder anderen, der sich noch nicht mit der Thematik Sackfishing beschäftigt hat, ja, beziehungsweise noch nicht mit der Thematik, wie groß ist denn eigentlich die Firma, seit wann gibt es die Firma, dem möchte ich die Chance bieten, so einen kleinen Abriss mal in diesem Video zu erhalten. Und wer mehr Infos möchte, dem kann ich auf YouTube ein Video empfehlen von mir. Ich glaube, Sackfishing, die wahre Geschichte oder so heißt es. Da gehe ich auch näher drauf ein. Das Video ist allerdings schon 4 Jahre alt und ich muss sagen, meine Sichtweisen haben sich mit 4 Jahren mehr Erfahrung hier in der Firma schon zum Teil auch etwas geändert. Nicht stark geändert, aber etwas geändert. Und vielleicht kann man ja wieder mal so eine Neuauflage von dem Video machen. Ne? Also wenn ihr da Bock habt, schreibt mal gerne mal eine Mail. info@sack-fishing.com oder wenn ihr das Video hier bei YouTube schaut, haut es einfach mal in die Kommentare rein. Fände ich, glaube ich, ganz spannend, so ein paar alte Bilder mal zeigen, wie es angefangen hat, weil viele haben das ja heutzutage immer noch nicht auf dem Schirm. Ja, also ich merke halt auch anhand mancher Kommentare, dass viele gar nicht wissen, wie die Anfänge waren. Ja, viele kennen uns nur vom Raubfischangeln. Ja, es hat aber schon viel, viel früher begonnen und auch schon vor Sackfishing habe ich mir auch, ich will nicht sagen Namen gemacht, schon einen kleinen Namen gemacht, aber auch schon sehr, sehr viele Erfahrungswerte in einem sehr jungen Alter aufgeschnappt. Und das alles ist der Grund, warum es jetzt uns heute gibt. Also, ich wollte aber ganz kurz mal einen Abriss machen. 10 Jahre Sackfishing, also 2013 gegründet. Die ersten beiden Jahre waren nicht einfach, besonders das erste Jahr nicht. Den Businessplan, den ich geschrieben habe, ich hatte damals noch einen Geschäftspartner, der mich später auch böse hintergangen hat. Und ich bin froh, dass, muss ich wirklich sagen, dass er aus der Firma raus ist. Nachher wollte er noch mit einem Partner einen Betrugsversuch starten, um mir zu schaden, hat zum Glück nicht geklappt. Er hat auch von Anfang an nicht viel geholfen, also ich war ziemlich alleine und komme auch generell nicht jetzt unbedingt aus einer Unternehmerfamilie, also das unbedingt kann ich weglassen, überhaupt nicht. Ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, kannte mich in der Angelbranche aus. In der Angelgerätebranche, weil ich ja früher da schon einen Arbeitgeber hatte, wo ich reingeschnuppert bin und auch schon ein Kleingewerbe hatte, DVDs produziert hatte. Und das war so der Grund, warum ich das dann gewagt habe, weil ich meine Person nicht unbedingt in einer anderen Angelgerätefirma in Deutschland gesehen habe. Und damals hat man noch mehr Möglichkeiten als heute, muss ich wirklich sagen. Es gibt ja wirklich schon ein paar Marktbegleiter, die es heute nicht mehr gibt. Ist nicht einfach die Angelgerätebranche, aber ich liebe es. Und das ist auch der Grund, warum es uns heute noch gibt, warum ich auch irgendwann da gesagt habe, nach ein paar Jahren, und als ich schon ein paar Mitarbeiter hatte, das Thema Welsangeln reicht eventuell nicht aus, um mit dieser Firma die Möglichkeit zu haben, in Rente zu gehen, ja, um wirklich auch nachhaltig erfolgreich und profitabel zu sein. Und das ist der Grund, warum wir irgendwann mit Raubfisch dann gestartet haben. Wir waren die Ersten, glaube ich, die auch so das Thema Influencer-Marketing, zumindest im Bereich YouTube, in die deutsche Angelgerätebranche gebracht haben und da auch wirklich schon ordentliche Summen bezahlt haben, ja, also für die Organisation, aber auch für die Protagonisten. Ich bin nach wie vor unglaublich dankbar, dass wir da wirklich sehr, sehr gute Jungs am Start hatten. Und trotzdem haben wir aber irgendwann gemerkt, hey, wir müssen auch so ein bisschen die etablierteren Angler erreichen. Und haben dann das Marketing so ein bisschen umgestellt, auch die Protagonisten umgestellt. War alles einvernehmlich, auch mit den ersten Protagonisten, die wir im Raubfischbereich hatten. Und bis heute habe ich einen guten Draht zu den Jungs und echt eine coole Geschichte, was die auch tun. Die wollten sich auch ein bisschen verändern. Ja, und jetzt arbeiten wir ja mittlerweile mit den, würde ich sagen, bekanntesten Anglern in Deutschland zusammen im Raubfischsegment. Und der Welsbereich ist es natürlich erhalten geblieben, da sind wir irgendwie eine Firma, ich will jetzt nicht das Wort Urgestein in den Mund nehmen, aber wo wir schon wirklich ganz, ganz lange dabei sind. Ja, und
ich muss sagen, nachdem wir wirklich einen schwierigen Start hatten, ich glaube, das ist bei jeder Gründung so, haben wir uns stabilisiert und dann spätestens als Raubfisch dabei kam, haben wir auch gesehen, hey, das Ding, das kann nachhaltig erfolgreich sein. Jetzt sind wir an so einem Punkt, nachdem wir letztes Jahr schon ein bisschen Struggle auch hatten wirtschaftlich. Ich habe es in meinem Jahresrückblick auch erwähnt. Letztes Jahr war nicht einfach. Ich hatte einfach in den Jahren 2020, 2021 sehr viel hier mit den Prozessen im neuen Gebäude zu tun, generell auch mit dem neuen Gebäude. Also viele fragen mich, Carsten, wer hat denn das Gebäude hier geplant und so? Das war schon ich. Ja? Also natürlich haben wir hier sehr, sehr starke Partner im Baubereich an der Hand oder auch Lagertechnik, die Firma Bito. Aber letztendlich musste ich schon bestimmen, wie müssen die Büros aussehen und vor allen Dingen, wie muss das Lager aussehen, damit man die Ware, die wir hier vertreiben, auch ideal kommissionieren und auch, ja, sag ich mal, lagern kann. Ja? Die Durchschlaghäufigkeit mit den verschiedenen Abmaßen, die wir haben, vom ganz, ganz kleinen Produkt bis hin zu Schlauchbooten, haben wir ja wirklich ein breit gefächertes Produktsortiment. Und das war nicht einfach. Ja? Und parallel haben wir halt noch das Marketing umgestellt, weshalb wir uns gesagt haben, oder ich mir gesagt habe, 2021, jetzt machst du mal ein bisschen ruhig mit Neuheiten, guckst einfach mal, dass das alles ein bisschen optimierst. Und dann guck mal, mit welchen Leuten wir wieder Vollgas geben im Raubfischsegment dann ein Jahr später. Ne? Auch im Welsbereich, da haben wir fast ein Jahr lang keine Produkte gemacht. Und das war natürlich dann letztes Jahr nicht einfach, ja, in der Angelgerätebranche ein Jahr ohne Neuheiten zu überstehen. Ich fand es nach wie vor gut, weil wir uns neu strukturieren konnten auch das Thema Produktentwicklung im Bereich Raubfisch viel professioneller angehen, mit unserem Produktentwickler Chris Enders auch, wo wir ganz, ganz viel Zeit mittlerweile investieren in die Neugestaltung von Ködern zum Beispiel. Wir teilen uns das ja so ein bisschen, die Produktentwicklung. Als wir hier eingezogen waren, hatte ich persönlich auch nochmal mehr Zeit. Und dann, ja, sind wir halt wirklich mit den bekannten Leuten Vollgas in Richtung Neuheiten gegangen. Und die schlagen dann seit diesem Jahr auch wirklich wieder ein wie eine Bombe. Uns geht's wieder gut. Wir haben uns letztes Jahr auch, um ganz offen zu reden, von ein paar Mitarbeitern getrennt, die weil es einfach nicht so gepasst hat, ja, weil wir auch zu viele Leute hatten. Also nicht nur, weil es mit den Leuten nicht gepasst hat, sondern weil wir auch letztendlich zu hohe Personalkosten hatten. Ich habe eine Zeit lang, ich will nicht sagen, jeden intelligenten Menschen im Saarland, der angelt, eingestellt, aber es war schon so ein bisschen so meine Haltung, hey, es ist nicht einfach, gute, intelligente Leute zu bekommen, wenn ich einen treffe, der angelt, oder wenn sich einer bewirbt, der auch angelt, den musst du hier arbeiten lassen. Das Problem ist aber, wir sind eine kleine Firma, ich kümmere mich sehr viel auch im Tagesgeschäft um Themen wie in erster Linie Produktentwicklung, Marketing, neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer. Und mir persönlich fehlt auch die Zeit, wirklich eine komplizierte Hierarchieebene unter mir aufzubauen. Also wir haben eine ganz, ganz flache Hierarchie, haben hier einen Vertriebsleiter im Bereich B2B, auch ein langjähriger Freund von mir, haben einen Lagerleiter, die unterstützen mich da. Da gibt es noch zwei, drei weitere Personen, die, sag ich mal, auch komplizierte Dinge verantworten, auch im Bereich Buchhaltung und so weiter. Aber ansonsten ist hier jeder irgendwo gleichgestellt und es ist ein ganz, ganz tolles Betriebsklima. Und ich habe mittlerweile auch realisiert, dass ich meine Firma nicht bis zu 50 Leuten oder noch mehr aufbauschen möchte. Das ist Stand jetzt. Weil wenn man so viele Leute hat, und die kann man ja nicht mehr mit einem Schulterblick irgendwie überblicken. Ja. Da sind doch viele im Homeoffice und so weiter. Und da muss man eine Firma, einen mittelständischen Betrieb, wie ich ihn habe hier, mehr mit KPIs, mit Kennzahlen führen. Und das möchte ich nicht. Das, was wir hier machen, das hat ganz, ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Und da kann man nicht nur auf Kennzahlen blicken, sondern da muss man einfach gemeinsam mit den Mitarbeitern Entscheidungen treffen, sich an den Tisch hocken und ganz, ganz nah zusammenarbeiten. Und das geht halt nur bis zu einer gewissen Größe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir auch den Erfolg haben, den wir haben, weil wir halt einfach ganz, ganz kundennah sind. Ja? Customer is king und Product is king. Ja? Und diese beiden Themen, die verlieren wir mit einer gewissen Größe. Und aus diesem Grund fühle ich mich so, wie wir jetzt aktuell sind, sehr, sehr wohl. Also um euch da einfach mal einen Einblick zu geben, wir haben in-house sogar nur 16 Mitarbeiter, haben dann noch 5 im Bereich Außendienst, Homeoffice. Ja, und haben noch ein paar Minijobber, die uns bei Videos in erster Linie helfen, YouTuber und so weiter oder auch ZEG-Plus-Protagonisten. Viele bekannte Angler haben auch eigene Unternehmen, Einzelgewerbe oder auch teilweise GmbHs, die uns dann ihre Arbeit vor der Kamera in der Produktentwicklung so in Rechnung stellen. Also das ist mal so ein grober Abriss, wie es funktioniert und ich muss sagen, ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Die letzten 10 Jahre... Ja, früher hatte ich teilweise bis zu 120 Nächte im Jahr Angelzeit, ja, und vielleicht 130, 140 Tage. Ja, und heutzutage habe ich vielleicht 40, 50,
60 Angeltage im Jahr, so im Schnitt in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal 50 Angeltage. Und ein Angeltag ist für mich auch teilweise ein Tag, wo ich einfach nur 2-3 Stunden Spinnfischen bin. Ja, also das ist schon weniger geworden, aber ich muss sagen, das Angeln gefällt mir von Jahr zu Jahr besser. Also ich verliebe mich immer mehr in mein Hobby und auch wenn ich beruflich damit sehr, sehr viel zu tun habe, ja, wird es nicht langweilig, im Gegenteil. Also ich finde es Oberaffen geil und das ist auch der Grund, warum ich schon auch meine persönliche Arbeitszeit ein bisschen nach unten schrauben möchte. Nicht nur, um Marketing für euch zu machen. Ja, viele sagen ja immer, Mensch, nimm doch öfter mal die Kamera mit ans Wasser, wir würden das gerne mal sehen. Ja, verstehe ich. Ich mache sie auch hin und wieder mal. Aber am liebsten bin ich einfach ohne Kamera am Wasser und angeln halt einfach für mich selbst, weil es mal so gut abgeht. Und auch das Thema Raubfischangeln habe ich ja als Jugendlicher sehr, sehr häufig gemacht. Und das habe ich jetzt mit unserem Schritt in dem Bereich Raubfisch, den wir ja 2018 gegangen sind, 2016 haben wir angefangen damit. Seitdem habe ich das nochmal viel, viel mehr lieben gelernt und fühle mich damit auch ziemlich wohl. Ja, also vor ein paar Jahren noch habe ich das bewundert, wie erfolgreich unsere Teamangler und so weiter waren. Und mittlerweile, also ich bewundere das immer noch, aber mittlerweile kann ich auch von mir behaupten, hey, ich weiß am Wasser schon, was ich tue und weiß, wie ich meine Fische fange. Nicht immer, ja, aber grundsätzlich bin ich mit meinen Ergebnissen sehr zufrieden und es macht tierisch viel Spaß. So, und das ist jetzt einfach mal so ein grober Abriss, ja, was die letzten 10 Jahre passiert ist. Und ich kann euch sagen, ich will noch ein paar Jahrzehnte weitermachen. Wie gesagt, mein Ziel ist es, hier mit der Firma irgendwann, in Rente werde ich eh nicht gehen. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr arbeiten kann, ja, dann muss ich halt aufhören. Dann hoffe ich, dass irgendwie Nachfolger da ist, am besten natürlich aus der Familie. Das wird sich aber alles zeigen. Ja. Warum haben wir es geschafft, so als kleine Firma den Status zu haben, den wir jetzt haben, ja, quasi mit fast keinem Startkapital. Also ich habe damals mein Boot verkauft, was ich mir irgendwann mal leisten konnte als 18-Jähriger, weil ich einen Unfall hatte, zertrümmertes Knie, da gab es Schmerzensgeld, konnte ich mir ein Boot zulegen und ein bisschen Angelzeug und konnte mir auch, sag ich mal, dann Sprit leisten, Reisekosten investieren, um halt wirklich viel in Frankreich, aber auch Italien zu angeln, teilweise Spanien. Ja, und damit habe ich mir ja so ein bisschen die Reputation mit aufgebaut, dann mit dem einfach, ich will nicht sagen übermäßig viel angeln, ich habe immer auch klar Schule gemacht oder eine Lehre absolviert, aber ich war halt schon erfolgreich und war viel dann im Ausland unterwegs, hab große Fische gefangen zu einer Zeit, als Social Media noch nicht den Stellenwert hatte, also ich rede von 2007, 2008, 2009, da hat Facebook so langsam angefangen relevant zu werden, YouTube kam erst ein bisschen später, wobei ich auch schon 2009 meinen YouTube-Kanal gegründet habe. Ja, ich war damals relativ früh mit auch Fotokamera und Filmkamera am Start und hatte es deshalb einfacher als Leute, die heutzutage erfolgreich angeln. Ja, weil einfach, muss man schon sagen, dass alles ganz, ganz breit gefächert ist, das, was auf Social Media passiert. Und gefühlt fängt ja jeder ständig irgendwelche Großfische, weil einfach so viele Leute Social Media Accounts haben. Das verzerrt natürlich auch ein bisschen das Bild. Aber ich kam zur richtigen Zeit und hatte halt auch, würde ich sagen, den nötigen Biss. Hab viele Fehler gemacht, natürlich. Ja, auch heute machen wir noch Fehler, es bleibt gar nicht aus, aber viele Dinge auch zur richtigen Zeit korrekt gemacht und darum sind wir hier. Ja. Und wie gesagt, immer die Themen, Kunde ist König, Produktentwicklung, das geht vor, ja, Praxistauglichkeit. Natürlich gibt es da auch Grenzen mit den Lieferanten, wo wir haben, natürlich haben wir da auch hier und da mal Probleme, aber wir versuchen immer das Bestmögliche rauszuholen, ja, mit ganz, ganz praxisnahen Mitarbeitern auch. Ja, und ich habe halt einfach auch schweineviel gearbeitet, ne? Und habe zum Glück auch eine Familie, die mich auch da unterstützt. Also heute ist Feiertag, Dienstag, ja, im Saarland. Ihr werdet das Video hier wahrscheinlich Donnerstag, Freitag sehen. Meine Mutter steht gerade draußen und bereitet einen Adventskalenderinhalt vor. Wir haben zwei Türchen, wo wir ja, selbst im Lager ein bisschen Hand anlegen müssen, weil wir da Dinge zusammenstellen müssen. Meine Mutter steht gerade draußen und macht das. Ansonsten sitzt meine Mutter im Büro. Ja, und nachher kommt noch meine Lebensgefährtin und auch ich stelle mich da auch rein und mache das. Ne? Aber zuerst muss ich noch ein bisschen im Büro was machen, ja, nachdem ich das Video hier fertig produziere. Also ich habe ganz, ganz viele, also nicht viele, ich habe eine ganz kleine Familie, aber die ich habe, steht voll hinter mir. Und nimmt mir halt auch viel ab, was ich normalerweise als Geschäftsführer nicht abgeben könnte. Und das ist der Grund, warum ich auch so viel im Marketing und Produktentwicklung stecken kann. Ja? Und mittlerweile haben wir auch ein ganz, ganz tolles Team an Mitarbeitern, die richtig fitzen. Und es ist einfach sehr, sehr geil. Ja? Und wir sind halt einfach
sehr kundennah im Bereich deutscher Kunden oder deutschsprachiger Kunden. Wir haben da jetzt keine krassen Wachstumsfantasien, dass wir internationalisieren müssen. Klar haben wir auch Distributoren im Ausland und da haben wir auch einen guten Kontakt, aber wir fokussieren uns schon auf den deutschsprachigen Markt und da fühlen wir uns wohl. Und da müssen wir auch nicht krank wachsen. Ja? Also wenn ich so einfrieren könnte, würde ich es direkt machen. Ich will auch das Produktsortiment überschaubar für mich im Einkauf und der Produktentwicklung überschaubar halten. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht coole Sachen zukünftig machen, aber wenn sich zum Beispiel ein Produkt nicht mehr dreht, und da bin ich auch eiskalt, ja, Zahlen lügen nicht, dann fliegt das Produkt. Ja. Auch wenn man das ein oder andere Mal dann ein bisschen wehleidig drauf guckt, weil man es gerne benutzt hat. Jetzt über eine Viertelstunde gequatscht, ja, ich hoffe, es war nicht allzu langweilig, das war so ein ganz, ganz kleiner Abriss. Wenn ihr Bock habt, da mal nochmal so ein einstündiges Video euch anzusehen, wo ich einige Fotos auch noch einblende, dann schreibt mir eine Mail, wie eingangs schon erwähnt, oder schreibt in die YouTube-Kommentare und da können wir das gerne mal machen. Was zukünftig auf jeden Fall auch auf der Agenda steht, ist mal ein Rundgang hier. Wie funktioniert Zackfishing, die einzelnen Bereiche, da will ich euch auch ganz transparent einfach mal einiges zeigen. In der letzten Zeit war nur sehr viel zu tun, B2B-Katalog für die Händler, ja, den habe ich fertig gemacht, die finalen Produktentwicklungen, wobei wir sind immer noch in finalen Produktentwicklungen für nächstes Jahr, wir sind noch längst nicht mit allem fertig. Dann waren die Vertriebsmeetings, wir hatten hier eine kleine interne 10-Jahres-Party, das sind alles solche Themen. Jetzt strukturieren wir das Marketing so ein klein bisschen um, ja, werde ich euch demnächst auch mal informieren, das wird, glaube ich, für euch ganz cool. Aber das sind alles so Themen, die ich halt einfach immer auf dem Tisch habe und es ist nicht immer so einfach, auch ständig Videos zu drehen. Ich war, stand heute auch, glaube ich, 9 Wochen nicht mehr angeln, ja, weil einfach so eine stressige Zeit war und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Bock ich auf nächsten Sonntag habe, da gehe ich endlich mal wieder angeln. Ja. Und danach wird es hoffentlich auch wieder häufiger. Also, last but not least, ich habe mal ziemlich einen Arsch aufgerissen die letzten 10 Jahre und ich möchte mich bei jedem bedanken, ja, der unsere Produkte kauft, ja, der da wirklich vielleicht ein bisschen genauer hinschaut und uns auch vorzieht gegenüber amerikanischen Investorenbuden, gegenüber Konzernen aus Japan. Ich finde, wir sollten den deutschen Mittelstand stützen und damit meine ich nicht nur unsere Firma, sondern guckt euch auch gerne mal bei anderen Firmen um, wenn er was braucht, was wir zum Beispiel nicht führen oder wo er einfach sagt, hey, das gefällt mir, das hätte ich gerne vom anderen, dann fände ich es geil, wenn ihr einfach deutsche Firmen unterstützt. Es gibt genügend, ja, da muss man nicht immer in Richtung Ami oder in Richtung Japaner gehen. Gar nicht böse gemeint, ja, ich habe nichts gegen Amis oder Japaner, aber wie gesagt, wir sollten uns hier gegenseitig im eigenen Land schon ein bisschen mehr stützen, das fände ich ganz klasse. Unsere Kunden zeigen ja auch, dass sie das tun mit unserem Support. So, und jetzt hoffe ich einfach, dass die nächsten 10 Jahre und auch die nächsten Jahrzehnte, dass ich da ein bisschen weniger arbeiten muss, ja, dass ich nicht immer eine 80-Stunden-Woche habe, sondern häufiger auch mal eine 50- oder 60-Stunden-Woche, weil da macht es mir noch viel, viel mehr Spaß, als wenn ich immer überarbeitet bin, ja. Wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der in Richtung Burnout geht, ich bin aber auch kein Workaholic, ja, es muss halt manchmal sein, aber wenn es ein bisschen weniger Arbeit ist, dann macht es auch noch mehr Spaß. So, lange genug gequatscht, jetzt gehen wir an die nächsten Themen. Jetzt muss ich mich so ein bisschen spurten, ne? Dass das Video nicht irgendwie 40 Minuten lang wird. Also, 10 Jahre Zackfishing und das Ganze möchten wir mit euch gemeinsam auch feiern. Und am besten funktioniert das da, wo wir euch auch in einer großen Anzahl treffen. Ja? Und wo ihr uns auch treffen könnt. Und zwar ist es die Angelwelt in Berlin. Das erste Dezemberwochenende vom 1. bis 3. Dezember 2023. Wer unseren Stand letztes Jahr gesehen hat, der weiß, dass wir uns letztes Jahr sehr viel Mühe gegeben haben und dieses Jahr werden wir uns noch viel, viel mehr Mühe geben. Ja. Dieses Jahr werden wir da auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Wir sind mit einem riesengroßen Team am Start, das sind wir gerade alles schon am Plan und auch der Stand wird deutlich größer. Und das war ja so ein bisschen das Manko, letztes Jahr hatten wir leider keinen Verkauf direkt am Stand. Viele fanden das nicht so cool, also wenn irgendein Punkt genannt worden ist, den die Leute schade gefunden haben, dann war das der fehlende Verkauf und das ändern wir dieses Jahr. Dieses Jahr werden wir alle relevanten Produkte dabei haben und auch sehr, sehr viele Neuheiten. Ja, und wir werden dann eine geile Party auf der Messe machen. Wir überlegen uns auch so ein paar Zusatzaktivitäten, beziehungsweise neben dem Verkauf werden wir auf jeden Fall ein bisschen Rambazamba auf dem Stand machen, für jeden. Ja, also Rambazamba meine ich jetzt keine fette Party, wo jeder besoffen rumläuft. Ja, das sowieso nicht. Alkohol wird es auf der Messe nicht geben, zumindest nicht vor dem Abend. Ich glaube, es gibt irgendwo einen Bierstand, aber
bei mir auf der Messe, auf dem Messestand ist immer Alkoholverbot. Ich weiß, es ist dann so ein bisschen, die Leute beschweren sich da manchmal, auch einige Leute aus dem Team, aber ich kann das nicht leiden. Ja, wir wollen da einfach für euch da sein und das geht nicht, wenn man angetüdelt ist. Nee, wir machen eine andere Party, wir werden uns was für die Kinder überlegen, wir werden uns wieder eine schöne Spendenaktion überlegen. Viele neue Produkte, auch aus dem Bereich Zander und UBS und Barschalarm und auch aus dem Bereich Wels. Ja, da komme ich auch gleich ein bisschen drauf, werden wir in Berlin euch vorstellen. Die werden da den Verkauf statt feiern oder beziehungsweise ein paar Tage vorher machen wir vielleicht Verkauf statt, aber dort könnt ihr euch die Produkte wahrscheinlich zum allerersten Mal ansehen. Also das wird eine richtig geile Geschichte. Bitte merkt das vor. Ich freue mich schon auf euch und auch unsere ganzen Leute freuen sich auf euch. Also jeder, der bei uns Rang und Namen hat, ja, wird vertreten sein. Das wird eine richtig, richtig, richtig geile Messeparty. Thema Adventskalender. Noch ist August, noch ist es warm, aber der Advent kommt früher, als man denkt. Ja, also uns haben viele Leute angeschrieben, wann kommen denn endlich die Zeckfishing-Adventskalender? Wir konnten jetzt gar nicht mehr länger warten, weil die Leute echt schon so häufig geschrieben haben, dass wir gedacht haben, wenn wir jetzt noch länger warten, haben die Leute teilweise Schiss, dass wir gar keinen machen. Ja. Also, ihr könnt jetzt unseren Online-Shop besuchen. Wir verlinken das Ganze auch unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch schon mal euren Adventskalender sichern, vorbestellen. Wir haben im Bereich Raubfisch dieses Jahr sogar nochmal eine kleine Schippe draufgehauen. Über 230 Euro Warenwert für 99,95 €. 1 Euro geht an die Kindernothilfe Saar. Der Spendenaktion bleiben wir treu. Wir haben auch das Feedback von letztem Jahr eingesammelt und versucht, das zu verbessern. Unter anderem haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, Neuheiten aus diesem Jahr, weil letztes Jahr kamen ja keine Neuheiten, dieses Jahr kamen schon einige Neuheiten, die können wir jetzt in den Adventskalender reinpacken. Also Zanderköder, Barschalarmköder, aber auch das Thema Sonderfarben wird dort stattfinden. Und also da macht er auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja. Und im Bereich Waller haben wir dieses Jahr auch nochmal ein bisschen mehr Warenwert. Und vor allen Dingen, das war uns ganz wichtig oder auch mir ganz wichtig, ich will nicht sagen, dass wir den Adventskalender letztes Jahr verkackt haben, aber wenn ihr vor 2 Jahren den Adventskalender Waller hattet und hatten dann letztes Jahr nochmal den Adventskalender Waller, die waren sehr, sehr ähnlich. Das nehme ich auch auf meine Kappe. Ich habe da einfach nicht genügend Fokus drauf gelegt. Ein Mitarbeiter hat den Adventskalender, ich würde mal sagen, zu 90% bestimmt. Und ich habe einfach final nicht genügend drauf geschaut und ich habe dann nicht realisiert, dass das der Inhalt zu nah war. Also es war ein geiles, sage ich mal, Preis-Leistungs-Produkt. Und wenn ihr den Adventskalender 2021 nicht hattet, ja, dann war es mit Sicherheit auch eine sehr, sehr geile Sache. Aber wenn ihr beide hattet, war es vielleicht ein bisschen doof. Und dieses Jahr haben wir das nochmal komplett umgestellt und da könnt ihr euch sicher sein, der Warenwert wird definitiv anders. Und genau, bis zum 1.9., das muss ich vielleicht auch noch sagen, ist die Super Early Bird Vorbestellphase. Das heißt, wenn ihr euch bis dahin einen Adventskalender sichert, ne, für alle, die jetzt einfach schnell sein wollen, das Ding eintüten wollen, die nehmen dann auch am Golden Ticket Gewinnspiel teil. Wir verlosen 5 Golden Tickets, das sind Online-Shop-Gutscheine im Warenwert von 500 Euro. Also für 500 Euro könnt ihr euch dann Ware bei uns im Online-Shop kaufen. 5 Stück verlosen wir unter allen Vorbestellern bis 1.9. im Bereich Wels und 10 Stück, 10 Golden Tickets, ebenfalls 500 Euro Zeckfishing Online-Shop Gutscheine, die gibt es ja im Bereich Raubfisch. Also die verlosen wir unter allen, die sich einen Raubfischkalender bis einschließlich 1.9.23 verbindlich vorbestellen, dann auch mit Zahlung. Ja. Und Ausliefertermin wird im Oktober sein, spätestens Ende Oktober, ich hoffe aber ein bisschen früher, ja, vielleicht sogar schon Mitte Oktober. Wir geben da auf jeden Fall unser Bestes. So, und jetzt möchte ich schon mal so ein klein wenig, ja, eines unserer Highlights anteasern aus dem Produktsortiment 2024, erhältlich ab Mitte, Ende November diesen Jahres schon, und zwar sind das Stationärrollen. Stationärrollen aus dem Wallerbereich, ja, Raubfisch-Stationärrollen, da warten sau viele drauf, ich weiß. Wir möchten da einfach nur ein bisschen testen. Wir haben das ein oder andere festgestellt, was uns noch nicht zu 100% gefällt. Und darum sind wir da ein bisschen weiter dran am Arbeiten. Und ich glaube, es dauert noch bis Mitte, Ende nächsten Jahres, bis die rauskommen. Aber die Waller-Stationärrollen, die passen. Die haben wir jetzt lange genug getestet. Da sind wir mega happy. Es gibt einmal, ne, wie gesagt, allzu viel Zeit habe ich in dem Video nicht mehr. Es gibt einmal die SR5. Farblich wird es noch ein bisschen anders in der Serie. Da haben sie ein bisschen was gemacht, was mir nicht so gefällt. Und der Knauf hier von der SR5 wird noch ein Tick
kleiner, der hat 43,5 mm, ich wollte ihn 39 mm. Ja, fässt sich aber sehr gut an, gerade wenn man auch zum Beispiel mit Ködern angelt, die ein bisschen mehr Druck machen, wie Cranks. Catcrank ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, also an der Stelle vielen lieben Dank für alle, die sich den gekauft haben. Ich hoffe, ihr habt auch gut damit gefangen. Also SR5, eine Rolle mit unter 500 Gramm Gewicht, also ideal für alle Waller-Spinnrouten, aber auch für, sag ich mal, Stationär-Routen im Bereich Big Bait Hecht. Ja, also unsere Big Stick zum Beispiel oder auch später die schweren UBS-Routen, die 120 Gramm-Routen, die kann man auch gut mit der fischen. Schnurfassung 190 Meter, 36er Halklein, also mehr als genug. Super ruckfrei anlaufende Bremse. Wir haben ein komplettes Aluminiumgehäuse. Das Ding kann einfach, ja, was ist so, läuft ruhig. Geile Bremse, saustark, alles voll Metall. Also. Und Preispunkt 149,95. Ihr habt die Rolle ja bestimmt auch in meinem Catcrank-Video gesehen. Gerne auch beim Händler schon mal fragen. Die Händler werden gerade ja in diesen Tagen informiert über das neue Sortiment mit dem neuen B2B-Katalog und die Außendienste sind auch schon fleißig Händler am Besuchen, um die Neuheiten vorzustellen. So, und alle Ansitzangler im Bereich Wels, die vielleicht sagen, eine HR20 ist mir zu groß, ich brauche so viel Schnurfassung nicht, ich lege so oft nicht mit dem Boot aus und 250 Euro bzw. 249,95 sind mir zu teuer. Ja, für die haben wir jetzt die SR10 im Programm, das ist quasi die SR5. In größer, das wird noch schwarz hier oben, die Farben hier an der Spule ändern sich noch ein bisschen, ja, HR20 Knauf haben wir hier dran. Also das ist dann wirklich das Arbeitsgerät für alle Ansitzangler, passen über 200 Meter 50er drauf, auf jeden Fall genügend, ja, um eure Montagen auch mit dem Boot auszulegen, aber auch um vom Ufer aus zu agieren. Und ebenfalls wie die SR5, komplett Metallgehäuse, eine sehr, sehr geil arbeitende Bremse. Und warum weiß ich, dass die Dinger so krank sind? Ja? Das weiß ich nicht nur vom Welsangeln, weil wir haben ja echt viel damit gefangen und so oft verwendet, gerade auch Benny und Hannes. Nee, wir haben die auch zum Thunfischangeln verwendet. Und jetzt gleich im Anschluss könnt ihr mal ein paar Szenen sehen. Welsdrills, die liebe Anna schneidet das rein aus den letzten Videos von Benny, von Johannes, aber auch von mir. Die Rollen waren manchmal grau, ja, so dass man, also jetzt nicht erschrecken und denken, das wäre eine andere Rolle, das war einfach nur ja, eine andere Farbe von der Rolle. Und da könnt ihr sehen, dass die sich richtig gut beim Welsangeln machen, aber auch beim Thunfischangeln. Ich gehe ja ab und zu mal Thunfischangeln im Frühjahr ganz gerne und da habe ich die auch verwendet, so beide Rollen, sowohl die kleine als auch die große. Die mussten da richtig bluten, mussten da Fluchten teilweise von mehreren hundert Metern mitmachen und das haben die alle problemlos standgehalten. Also das sind richtig, richtig krasse Rollen. Sie sind salzwasserfest, also die könnt ihr auch bei Meeresangeln einsetzen. Und ich glaube, für 150 Euro ist es richtig, richtig krass. Und es freut mich total, dass wir jetzt auch zumindest im Welsbereich mit Stationärrollen starten. Wie gesagt, die Raubfischangler müssen noch ein bisschen warten. Aber jetzt zeige ich euch mal ein Filmchen und danach geht es ans nächste Thema. Alter Bruder. Unglaublich, wenn man es nicht erlebt hat. Das ja, oh, Alter. Griff, griff. Bis, 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 bis. Jawohl, er hat den Abruf. So, der Kaffee, der steht nicht nur als Attrappe hier, der ist mittlerweile leer. In den Videopausen trinke ich ganz gerne mal ein Schlückchen Kaffee hier und jetzt geht's ans Wasser, an Sprudel, weil ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Stimme. Wir haben nämlich noch das eine oder andere Thema. Unter anderem, ja, auch Zander. Da haben wir gerade sehr, sehr viele Fragen. Wann kommen denn die neuen Routen? Kann ich euch sagen? Einen Moment, Schlückchen. Die neuen Zander-Routen. Da mache ich jetzt einfach mal so einen Teaser. Der liebe Sebastian macht das ja sehr häufig in der Instagram-Story und wir teilen das ja auch häufig. Also, zeigen werde ich euch heute noch nichts, aber ich werde schon mal anteasern. Wir bekommen drei neue Routen im Bereich Zander.
Fangen wir mit der Route an, wo die meisten Leute uns fragen, die Premium-Wumme. Ja? Sebastian ist ja sehr, sehr gerne im Bereich der deutschen Artikelnamen und ich finde das irgendwie auch cool. Und ich würde es jetzt nicht über die ganze Range ziehen, weil das fragen uns auch immer viele. Wir haben halt auch schon noch Distributoren im Ausland, in Rumänien, in Frankreich, in Holland. Und wenn ich jetzt jedem Produkt einen deutschen Namen verpasse, dann sind die ganz schön stinkig und sagen irgendwann, hey, da haben wir gar keinen Bock mehr drauf. Deshalb müssen wir schon international bleiben und das ist halt das Englische. Aber bei dem einen oder anderen Produkt, gerade bei den Produkten, wo Sebastian auch eine sehr, sehr große deutsche Fanbase hat, da nehme ich das einfach mal in Kauf, dass die ausländischen Distributoren ein bisschen stinkig sind. So, Premium-Wumme. Eine Route, die etwas weniger, minimal weniger Wumms hat als die Zander-Wumme. Die hat nämlich 80 Gramm Wurfgewicht, die Premium-Wumme. Aber, und das ist das Krasse, die wiegt nur knapp über 150 Gramm. Der Plank, der da verbaut ist, das ist wirklich so mit das krasseste, was ich kenne, was ich je in der Hand hatte und darum wollten wir das Teil auch unbedingt machen. In dem hochwertigen Bereich haben wir dann auch Fuji SIG-Ringe draufgepackt, ganz klar mit Edelstahlrahmen, damit der Preis sich in Grenzen hält. Der Blank ist halt sehr, sehr teuer. Das ist auch der Grund, warum die Route 299,95 kosten wird. Nicht erschrecken, wenn ihr die Route in die Hand nehmt, wisst ihr warum. Wir haben die auch optisch im Vergleich zu den aktuellen Mustern, die Sebastian in der Story teilt, noch ein bisschen aufgewertet, damit man auch die Qualität eher sieht. Ja, und auch einen Unterschied zu der normalen Wumme feststellt, ist es wirklich eine ganz, ganz krasse Route. Und jeder, der uns kennt, weiß, wie kulant wir bei Reklamationen sind. Also wenn ihr euch so eine Route kauft, habt dann auf jeden Fall eine Route fürs Leben. Und ich glaube nicht, dass die Routenbautechnik sich jetzt noch so krass weiterentwickelt wird in den nächsten 10, 20 Jahren, dass man irgendwann mal sagen wird, oh, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also das Teil ist ganz, ganz krank. So, Premium-Wumme. Dann werden wir die Zander-Wumme, die jetzt ja ausverkauft ist, die es nicht mehr gibt, die Route, die wir für Sebastian, damals auch für seinen anderen Job, seit 2015 oder 2016 produzieren, von unseren Produktionsstätten herstellen lassen, ja, die ist jetzt ausgelaufen und da wird es einen Nachfolger geben, der, was den Blank anbelangt, auch auf jeden Fall deutlich geiler ist, genauso viel Wumms, aber weniger Eigengewicht, ficht sich viel, viel angenehmer. Ja, und die wird auch im gleichen Preissegment 159,95 dann auftauchen. Natürlich auch mit den besseren Ringen, mit K-Guide, den Ringen, die wir auch auf der Old Black Edition drauf haben. Haben wir sehr, sehr viele gute Erfahrungen mitgemacht. Oder auch bei der Troy sind die drauf. Auf mehreren Routen auf jeden Fall, die wir im Sortiment haben. Ja, das zu den, sagen wir mal, Jiggen- oder Faulenzer-Routen. Und dann haben wir noch eine Wobbler-Wumme, oder wir bekommen eine Wobbler-Wumme, habt ihr ja auch schon gesehen. Eine Route mit einer etwas leichteren Spitze, die einfach dafür sorgt, dass der Wobbler sich noch besser bewegt, dass man mehr Ködergefühl hat und dass man auch im Nahbereich gut drillen kann, wenn sie den Wobbler schnappen, bevor man einen Köder raushebt. Also viele Mitarbeiter von uns haben da immer die Sherry-Stick oder so verwendet zum Wobbeln. Ich habe persönlich ganz gern die Peak gefischt, die war aber nicht ideal, die war ein bisschen zu straff von der Spitze. So eine weichere Spitze ist halt schon wichtig und hier haben wir es halt geschafft, hinten trotzdem ordentlich Rückgrat zu haben. Eine sehr, sehr leichte Route, die wiegt unter 140 Gramm Eigengewicht, ja, bei einer Länge von 2,65. Also es wird eine sehr, sehr geile Route. Ja, und last but not least gibt es noch eine Vertikalwumme. Und das ist so ein Zwischending aus Vertikalangeln und Pelagen, ja, für die, die es möchten. Sebastian pelagt sehr gerne mit der Stationärrolle, weil einfach der Köder dann ein ganz anderes Absinkverhalten hat, was besonders an stark beangelten Gewässern sehr positiv ist. Und dafür haben wir jetzt eine Route, die man aber auch sehr gut zum normalen, klassischen Vertikalangeln einsetzen kann. Klar, ist saustraff, aber ihr wisst ja, Sebastian wummert ja ganz gerne die Haken ins Thundermaul. Dazu braucht man eine starke Route. Ja. Und die ist auch aus dem Kopf raus, ich glaube 129,95, die wird auch sehr preisgünstig. Ja. Also Premium-Wumme 299,95, die neue Zander-Wumme 159,95, die Wobbel-Wumme 159,95 und die Vertikal-Wumme 129,95. Die hat übrigens Seaguide-Ringe drauf, sehr schöne, ich muss mich kurz überlegen, sind es Seaguide-Ringe? Ja. Ja. Muss ich kurz überlegen, also alles ohne Gewehr. Ich mache das alles aus dem Kopf, ohne Vorbereitung. Ja, wir haben dieses Jahr 24 Routen gemacht. Ist gar nicht so einfach, dann immer alles genau im Hinterkopf zu haben. So, aber das jetzt mal eine kurze Preview auf das neue Zander-Sortiment. Wir haben auch Köder, doch dazu an anderen Stellen noch mehr. Was es auch noch geben wird, die Scheppkelle. Aber wie gesagt, genauestens stelle ich euch das alles in einem der nächsten Videos vor. Um fair zu sein,
gegenüber dem lieben Uli, ja, weil das ist ja auch eine neue Range, quasi die UBS-Range, möchte ich auch ganz kurz mal anteasern, was wir für Produkte mit Uli geplant haben. Uli macht das ja schon ganz fleißig in seinen Videos, die wir auch hier auf Zeklus veröffentlichen. Also da ist vieles vorproduziert, was ihr noch nicht kennt. Aber trotzdem an dieser Stelle auch, ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine sehr geile Routenserie freuen, die neue Bajica-Serie. Uli wird demnächst da ganz krass einsteigen mit Infos. Ich kann schon mal verraten. Also ich bin erstaunt, wie begeistert er ist im Vergleich zu seinen alten Bajigern auch. Also Uli hat mir gesagt, endlich hat er mal nach 2 Wochen auch keine Rückenprobleme mehr. Es ist eine ganz, ganz andere Welt. Und das ist wirklich so Balsam für meine Seele, weil wir haben sehr, sehr gute Produktionsstätten von Routen. Und jetzt konnte ich auch so einem quasi alten Hasen wie Uli mal zeigen, was wir da für Partner am Start haben. Und ja, er ist begeistert. Also freut euch auf Routen in Längen 240, 270 und für alle Freunde von 3-Meter-Routen, ja, ihr werdet ja quasi gar nicht mehr bedient im Markt, auch da haben wir was auferlegt. Und es wird auch eine geile Big Bait-Route geben. Also 10 Routen und im Bereich Köder, das erzähle ich euch ein andermal. Der eine oder andere denkt sich jetzt, hey, ich brauche mehr Infos. Ja, wann kriege ich mal News zu Produkt XY, was ich irgendwo schon mal gesehen habe? Ja, was ist mit den neuen Hardbaits? Und vor allen Dingen auch, was ist mit dem Kajak? Bitte geduldet euch noch ein bisschen. Im Bereich Kajak machen wir wirklich sehr, sehr gute Fortschritte. Wir mussten eine größere Hürde nehmen, die wir aber aktuell schon genommen haben. Ich bin das gerade so ein bisschen am Testen und zeitnah wird auf jeden Fall ein Video aus der Praxis kommen, wo ich euch auf dem Laufenden halte und auch schon nähere Infos bekannt geben kann, wann das Kajak zu welchem Preis auf den Markt kommt. Und wir versuchen auf jeden Fall auch auf der Messe Berlin, auf der Angelwelt Berlin, das Kajak zum allerersten Mal einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Also da freue ich mich schon tierisch drauf. Eine Info auch für alle Freunde von Made in Germany, Turus Uku. Ja, die Wobbler, die der liebe Guido Behle mit der Turus Uku GmbH seit letztem Jahr ja in Deutschland produziert. Leider gab es da auch krasse Verspätungen. Die Turus Uku Köder sind immer noch nicht da. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass der normal tieflaufende Schwung, der 12er, 16er und 9er sehr wahrscheinlich bis Anfang September, wenn es doof läuft, Mitte September, wenn es sehr gut läuft, noch im August, ja, bei uns im Lager eintreffen wird. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und damit wir zukünftig eine bessere Lieferfähigkeit gewährleisten können und vielleicht das Thema Turus Uku und das geile Laufverhalten auch einer breiteren Masse präsentieren können, haben der liebe Guido und ich mich zusammengesetzt und auch so ein paar Ideen entwickelt. Auch dazu werde ich euch auf jeden Fall an anderer Stelle, ja, später im Jahr auch nochmal wirklich informieren mit ganz, ganz detailreichen Infos. Ich glaube, das Thema Turus Uku wird uns noch ein bisschen begleiten und ich glaube, es wird sehr, sehr geil. Thema Klamotten. Wir haben neue Bekleidung bekommen, ja, passend für den Sommer, nicht immer passend zum Wetter. Die letzten Wochen, das war ja nicht so geil, aber egal, es wird auch nochmal heißer, ja, immer fahrt ihr auch manchmal in Urlaub. Also wir haben jetzt hier Scarf Tubes. Die im Shop seht ihr schön, da haben wir so Bilder mit so einer Puppe gemacht, ja. Die hier auch Luftlöcher haben, Atmungslöcher, die euren Nacken schützen, die euch vor Sonneneinstrahlung schützen, die ihr hier wunderbar über die Ohren ziehen könnt. Halt mal meine Rübe raus, damit der Fokus hier scharf steht. Das ist wirklich ein ganz tolles Produkt, ja. Auf jeden Fall ein bisschen anders als unsere anderen Schlauchschals. Dann gibt es passend dazu auch noch neue UV-Shirts. Die müssen einfach hell sein. Der eine oder andere hat uns gefragt, warum hell, warum nicht dunkel, warum nicht schwarz. Ja, da geht man kaputt in der Sonne. Ja. Atmungsaktiv, Lichtschutzfaktor 50 plus, Longsleeves, ja, damit ihr eure Ärmchen auf jeden Fall auch vor der Sonneneinstrahlung schützen könnt. Und ich finde auch ein ganz, ganz cooles Design. Hell, aber im Vergleich zu den alten weißen seht ihr dann trotzdem nicht so, ja, den Schmutz, ja, oder den Schleim, den Wallerschleim, den Fischschleim. Also finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz coole Sache. Und natürlich brauchen wir auch eine kurze Hose im Sommer. Die gibt es jetzt auch. Summer Shorts. Ja. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne als oder sehr gut als Badehose verwenden. Hier mit einem ganz hochwertigen Zeckstick. Hier zum Zumachen, na, falls ihr eine schmale Taille habt. Ja, ich kann leider nicht mitreden mit dem Thema schmale Taille. Hier Arschtasche, wo ihr auch einen Klettverschluss habt, wo ihr was reintun könnt. Ja, ansonsten so ein paar Seitentaschen wie hier oder hier vorne. Also echt eine sehr, sehr coole, leichte Hose für den Sommer. Könnt ihr auch beim Bellyboot angeln anziehen, wenn ihr keine Warthose wollt. Ja, wie gesagt, auch zum Schwimmen, wenn ihr zwischendurch mal ins Wasser springt. Also eine sehr, sehr
coole Sache, ja, das zu den Sommerklamotten. Und jetzt kommen wir gleich noch zu dem Drop, der schon vor ein paar Wochen kam. Will ich euch aber auch noch vorstellen. Also, liebe Welsangler, ja, ich denke mal, der ein oder andere Welsangler wird zuschauen. Ihr habt euch ja wirklich lange beschwert, dass es keine echten Welsdesigns mehr mit dem Waller gibt, ja. Und ich habe mir das natürlich zu Herzen genommen. Ab sofort, ja, ist der Waller wieder am Start. Auch auf vielen Produkten, die Farbe Grün im Welsbereich, die werden wir auf jeden Fall beibehalten. Und deshalb gibt es auch wieder solche schönen Waller-Shirts, wo nicht nur auf der Vorseite unser Waller-Logo drauf ist, auf der Vorderseite, sondern auch hinten, ja, schön und groß unser Zeck-Waller. Ja, also damit könnt ihr euch wirklich am Wasser bekennen, damit könnt ihr Farbe bekennen, grün, finde ich echt cool. Gibt's als T-Shirt und gibt's auch als Hoodie, kältere Jahreszeit wird ja auch nochmal kommen. So, also es war mir ganz besonders wichtig für die Welsangler mal wieder was zu machen. Dann geht's weiter mit schlichten Designs. Ja, ich trage ja auch oft so ein bisschen was Schlichteres, nicht zu viel auf die Fresse, was Logo anbelangt. Und da haben wir uns jetzt mal entschieden, mittig ein Logo anzubringen, auch ohne Rückendruck, also wirklich ganz, ganz casual, einfach ja, ein schlichtes Design. Grau mit Weiß, nicht so aufdringlich, gibt es als T-Shirt und gibt es als Hoodie. Und das Ganze sind einfach die Farben, die sich am besten verkaufen, gibt es auch in Schwarz. Ich mag ja Schwarz. Ich trage fast nur noch Schwarz. Könnte auch ein bisschen was an meiner Körperfülle mit meiner Körperfülle zu tun haben. Aber ganz ehrlich, wenn wir ja, nochmal Drops rausbringen in diesem Jahr, ich glaube schon, dann will ich immer ein bisschen in Richtung neue Farben gucken. Ich hätte gerne auch mal, was weiß ich, was Dunkelblaues an, was Dunkelgrünes, einfach um ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Und ja, ihr nehmt ja die Klamotten bei uns immer auch ganz gerne an. Mögt auch die Bio-Baumwolle, die Passform, also das finde ich ist ja ein ganz, ganz cooles Thema und alle paar Monate droppen wir da mal ein paar neue Klamotten. Nicht immer nur Zander und Barschlamm, da hatten wir ja sehr viel, sondern jetzt auch nochmal ein bisschen im Zeck-Bereich. Und wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal Designs machen. Der eine oder andere schreibt auch immer, immer nur Zeck, immer nur Werbung, macht doch mal Designs. Wir sind halt keine Klamottenmarke, wir konzentrieren uns in erster Linie schon auf Produkte zum Angeln, ja, nicht unbedingt auf Klamotten, also eher auf Köder, Ruten, Zubehör. Aber hin und wieder gibt es auch mal Klamotten und vielleicht müsst ihr immer mal ein bisschen Zeit in Designs, aber ich habe leider echt die Erfahrung gemacht, schwarze Klamotten mit unserem Logo verkaufen sich am besten. Ne? Und wir müssen immer ein bisschen auf die Drehzahl achten. Ist auch der Grund, warum man zum Beispiel unseren Sommerklamotten, die wir extra produzieren gelassen haben, ja, die Übergrößen nicht bedienen können. Hier in dem Bereich, wo wir, sag ich mal, diese Fairtrade-Ware beziehen und in Deutschland die Logos bedrucken, da können wir dann auch Übergrößen organisieren. Aber wenn wir die Größen selbst produzieren lassen, da haben wir echt Probleme mit der Abnahmemenge, weil natürlich haben mehr Leute ein L oder ein XL als ein 4XL, 5XL, 6XL, ne? Ist halt einfach mal so. So, und jetzt muss ich aber noch was Cooles zeigen. Wir haben für Kiddies, haben wir endlich auch T-Shirts, ja, Zeck-Shirts und für die Damenwelt. Ja, die haben wir so ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren und deshalb gibt es jetzt auch wieder Girly-Shirts im Zeck-Design. Viel Spaß damit. Ganz kurzer Einspieler und zwar habe ich ein Klamottenprodukt vergessen. Unsere Flexfit-Kappe. Wir haben sie ja auch im Bereich oder Spreeangler, Zander und so weiter. Hatten früher auch immer schon Flexfit-Kappen und jetzt auch hier mit Zeck-Stick. Ja. Also geschlossene Kappen, zwei Größen, SM, LXL, einfach so eine geile Standardmütze, die saubequem zu tragen ist. Die gibt es auch ab sofort. Jetzt wollen wir das Video aber nicht unnötig in die Länge ziehen. Deshalb gucken wir jetzt einfach mal, dass wir die letzten Sachen schnell abhandeln. Gibt es auch gar nicht so viel drüber zu erzählen. Wir haben hier Rubber Beads. Ja? Weiche Gummiperlen, die ideal einsetzbar sind. Ich liebe es beim Carolina Rig Angeln, um einfach kein Geräusch zu machen, gerade in stark beangelten Gewässern. Aber auch fürs Texas Rig sehr geil. Und ich habe mir da echt zwei, dreimal Muster machen lassen, weil ich mit der Bohrung nicht zufrieden war. Also dem Loch, dem Innendurchmesser. Weil das muss natürlich auch passen. Ja? Da darf sich kein Knoten drin verkeilen, das muss gut laufen. Viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Also wenn ihr kein Geräusch wollt beim Texas oder Carolina Rig Angeln, dann sind die Teile genau das Richtige. Was ebenfalls noch neu reingekommen ist, das sind unsere Warm-Clips, ja, die Baitfish-Clips, habt ihr ja vielleicht schon kennengelernt. Und jetzt gibt es auch hier die Warm-Clips mit einer scharfen Spitze auf jeden Fall, um Würmer am Haar zu präsentieren. Meine andere Präsentationsart und Weise ist, glaube ich, was ganz Cooles. Da fangen ein paar Wurmwallis mit, ne? So, war ein langes News-Time, ne? Last but not least gibt es noch eine Info.
die nicht schön ist, aber an der man nicht drum rumkommen. Und zwar haben wir das ZecMag eingestellt, also das Fachmagazin für die Hosentasche, so habe ich es am Anfang ja immer genannt, weil man einfach ideal auf dem Handy Texte und Fotos zur Verfügung gestellt bekommen hat, auch Knoten und andere Dinge. Das Problem war leider, dass wir in-house es nicht schaffen, das Mag am Leben zu halten. Gerade jetzt auch mit den neuen Protagonisten, wo wir haben, mit den neuen auch Videoformaten. Es gibt einfach unheimlich viel im Bereich Bewegtbild zu organisieren. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, ich kann nicht irgendwie da ein Team von 10, 15 Marketing-Leuten hinstellen, die das alles managen, weil wir müssen und auch wollen unsere Mitarbeiter gut zahlen. Es gibt dann einfach Grenzen, wo sich gewisse Dinge nicht lohnen, aufrechtzuerhalten. Und da muss man abwägen, was bringt der Firma mehr, wo ist auch mehr Reichweite, ja, im Bereich Marketing. Und wir haben halt die Situation, ist nicht nur die aktuelle Situation, ich glaube, das wird auch Bestand haben, dass Bewegtbild besser konsumiert wird, weshalb wir uns auf Bewegtbild konzentrieren und das Mac hinten rausfallen lassen. Wir haben es eingestellt und umgeleitet auf die Startseite, einfach weil auch viele Berichte nicht mehr up-to-date waren. Es waren viele 404-Links drin mit alten Produkten, die es nicht mehr gibt. Ja, und das bringt nichts, sowas online zu lassen. Deshalb haben wir alles umgelenkt auf die Homepage. Ja. Falls sich unsere Strukturen im Marketing ändern und wir doch an die Situation kommen, dass wir sagen, Mensch, wir können noch mal ein bisschen mehr leisten. Wir kriegen vielleicht auch noch einen Mitarbeiter in Zukunft dabei im Marketing, der da fit ist und das eigenverantwortlich machen kann. Und auf jeden Fall auch das Ganze so optimiert, dass die Zugriffszahlen so gut sind, dass sich das Mac auch rechnet für uns. Ne? Ich muss ja immer schon überlegen. Ich kann dann einfach sagen, hey, komm, das und das und das mache mal. Interessiert kein Schwein, guckt kaum einer. Aber ist es eine coole Sache? Nee, es muss sich ja auch alles wirtschaftlich irgendwo rechnen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, leider haben wir das Mac dann hinten runterfallen gelassen. Also es wurde gut geklickt, da gibt es gar nichts, aber wir sind dann doch noch stärker in dem Bereich Bewegtbild zu Hause. Und bevor wir dann irgendwelche Themen im Bereich Bewegtbild-Videos weglassen, haben wir uns entschieden, das Mac wegzulassen. Tut mir furchtbar leid. Mich würde es freuen, wenn sich das Thema nochmal wandelt und wir das Mac nochmal neu aufleben lassen können. Mal gucken, vielleicht nächstes, übernächstes Jahr. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Also echt krass, muss man mal sacken lassen. Seit über 10 Jahren mache ich den Kram hier und ich finde es immer noch oberaffengeil, wie eingangs erwähnt. Ich bin manchmal auch ein bisschen abgefuckt wegen einfach dem Arbeitspensum, aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir das in den Griff bekommen und dass ich da auch noch viele, viele Jahre Bock drauf habe. Und das Team, was wir aktuell haben, die Mitarbeiter, muss ich wirklich sagen, was die rocken, nimmer normal. Also ich bin gerade mega, mega happy mit allen. Mit der Firma, mit den Mitarbeitern und vor allen Dingen auch mit den Kunden. Also an dieser Stelle zum Abschluss nochmal vielen lieben Dank an alle, die das hier erst ermöglichen und auch wirklich Arbeitsplätze in Deutschland im Angelgerätebereich schaffen. Vielen anderen deutschen mittelständischen Angelgeräteunternehmen geht es nicht so gut. Ja. Es gibt auch welchen, denen geht es gut, aber vielen geht es nicht so gut, gerade auch den Marken. Und ich weiß das echt zu schätzen, dass das, was wir hier machen, auch so stark angenommen wird. Und wir geben weiter alles. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Carsten.